noch ein bisschen den Oktopus spielen. Moin erstmal. Und dann geht's nachher richtig los. Großer Tag heute. Ah. So. Ich hab vergessen, ach ja, den doofen Lehrer haben wir bekommen, ne? So, und pass auf. Wir gehen jetzt den nächsten Charakter holen, ne? Mehr oder weniger, hoffe ich mal. Wo müssen wir denn? Wir müssen eigentlich nur nach oben, ne? Und dann bei der Abzweigung links. Oder wir kämpfen einfach. So, das ist ja momentan jetzt mein bestes Team, ne? Mal Kamera einstellen, ich bin mir mal wieder runtergeflogen. So. Pass auf, wir probieren es mal auf ihn. Der natürlich nicht schwach ist. Natürlich nicht schwach. Natürlich nicht schwach. Ah, wenigstens er, okay. Aua. Haha. Aua. Aua. I'm ready. Nighthoad, bring your shade. Keiner schwach dagegen? Natürlich nicht. Warum auch? Die habe ich ja schon probiert. Die sind halt nicht schwach gegen, ne? Bring it on. Aua. I'm... What? Kann ich ihn so down kriegen? Okay. Die Frösche sind richtig scheiße gerade. Für mich. So. Links rum habe ich gesagt, müssen wir, ne? Dann gehen wir doch auch erstmal links rum. Standest thou against me? Alter, das sieht aus wie ein Kackhaufen auf Beinen. Here goes nothing. So. Testen wir mal. Okay, Axt nicht. Schwert auch nicht. Wow. Ja! Aua! Was ist denn das für ein Zeichen? I'm ready. Durch? Auch nicht! Shucks! Coming, if thou darest. Oh? Auch nicht! Alter, was ist denn dagegen? Das ist das Einzige, wo man diesen komischen Lehrer bräuchte jetzt. Ich hab den falschen Angriff nicht traut. I'm ready. The show is over. Yay! Der pfeifende Wald, Stufe 15, die haben wir ja locker schon. Guck mal, können wir uns merken, dass hier was ist. Aber da will ich noch nicht lang. Die lasse ich mir zum Trainieren. Wenn ich da meine komische Bande trainieren muss, auf Level 25, da... Da ist der Weg. Ups. Okay, da ist aber auch eine Truhe. No!
Ja. Schade. I'm ready. Nighthold, bring your shade. Also greife ich wenigstens alle an, ne? No. All right. I'm ready. Coming if. Ja, das war doch schlau gespielt, ne? The thrill of the fight. Wunderschön, ne? Wie komme ich da oben hin? Von hier? Ja. Okay. Easy. May I have this dance? Let in my... I am ready. Sehr gut. Bring. No. Umso mehr wir tothauen können, umso besser. I am ready. Habe ich mal irgendwo gelesen, das soll gut sein. Leute umbringen. Das ist okay, das ist mir egal. Das ist mir auch egal. Lebt immer noch. So, das war's. Unser Krieger ist einfach zu geil. So. Flammenhult. Da wollen wir hin. Gab's da nicht sogar Quests? Ach, keine Ahnung. Oh. Ich habe Glück gehabt, dass die als erstes dran war. No. Easy. The thrill of the fight. Das dauert aber echt schon ein bisschen, bis die leveln, ne? Okay, dann muss ich da unten lang. Hier? Nee. Wo muss ich denn da? Hä? Von hier oben? Oh Mann, ey. Scheiß Kämpfe. Alright. Aber wir wollen sie ja, die Kämpfe. Let it... I'm... Nighthold, bring your shade. The... Out of my way. Okay. Too slow. Ist mir egal mit der Stärke Alright. sammeln, denn... Riptiker Frosch. I am ready. What next? The battle. Okay. With each battle, I grow stronger. Sehr schön, Harnett. Ein Level. Yay. Nur noch 20. Ach, hier runter. Let us fight with honor. Bring it. Oh, ist er tot? What? The battle is truly joined. So, jetzt haben wir ihn nämlich auch gebrochen und jetzt wird draufgehauen. What
Sehr schön. The hunt endes. Ich brauch gar nicht meine Monster rufen, ey. Easy going. So, nördliche Wildnis vom Flammhult. Gefahrenstufe 11. Okay. Let's see what you got. Dungs! Okay, fangen wir erstmal an mit. Nighthoad, bring your shade. Okay, das bringt nichts. Gut zu wissen. Oh, die machen aber schon deutlich mehr Schaden. Eieiei. Okay, das bringt nichts. Aua. Axt. Axt bringt auch nichts. Das ist schlecht. Bogen. Bogen immerhin. Autsch. Durch. Auch nicht. Oh, fuck. Also nur Bogen, was mir was bringt. Das ist bitter. Ah, doch, der war auch Axt. Sehr gut. Okay. Okay, das sind andere jetzt, ne? Ihr habt euren Feind. Okay, das ist gut. Fangen wir erstmal so. Das bringt nichts. Das ist wieder. Das bringt nichts. Ist wieder. Das bringt nichts. Ist wieder. Das bringt nichts. Ist wieder. Scheiße. Nighthoad, bring your shade. Oh, wow. Jetzt. Wow. Hab mich falsch entschieden vorhin. Bring it on. Aha, schon mal Axt. Durch vielleicht auch. Nein. The show is over. Man lernt ja nicht aus. Außer man ist der Lehrer, dann wüsste man das sofort. Der einzige Grund, warum man diesen Charakter spielt. So, dann schauen wir uns mal die Weltkarte an. Wir sind vorbeigelaufen. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Wir sind hier hoch und jetzt müssen wir runter links. Am besten. Komme ich denn jetzt hier? Ach, da. Ist das hier schon? Want a tango, huh? Come. Ach, wir haben noch die Abwehr. Wir probieren mal Bogen weiter. Scheiße. Groß. Also OP ist er nicht. Leider. Aber hier ist die Stadt, ne? Das heißt, ich stehe. Oder? Alter, diese Karten hier sind so unnütz. Das ist so scheiße. Ist hier die Stadt? Flammholt, jawohl, wir sind in der Stadt immerhin. Das heißt, das erste, was ich mache, ist das Wirtshaus aufsuchen, damit ich den Dieb nehmen kann. Damit ich wieder Leute bestehle. Alter, wie soll ich die jemals alle trainieren, ey? Alter Vater, ey, das wird so ein. Das wird so ein Geweinde. Das ist Flammhult, die Wiege der Kirche der Heiligen Flammen. Oh, nicht eine Religionsscheiße. Vor vielen Jahren rannte seine Tochter nach einem Streit mit ihrem künftigen Ehemann davon. Oh, nun ist sie zurückgekehrt und er ist sich unsicher, wie er ihr entgegentreten soll. Dennoch ist er glücklich, das Gesicht seines Enkels zu sehen. Alter, die haben bessere Backstories als komplett Pokémon. 80%? Na, lassen wir lieber. Flachmann verkaufe ich nicht, niemals. Der hat doch wieder nur Scheiße, ne? Okay. Gasthaus brauchen wir noch nicht. Was bist du für einer? Hey. Ich habe gehört, dass es ziemlich.
War ja nur der Vergleich, weil jemand ja meinte, die Pokémon-Story wäre 9 von 10. Und mit Story meinte er die Sprechblasen, die 4 Stück, die es im Spiel gibt. Ich habe gehört, dass es ziemlich kalt werden kann. Ich brauche also eindeutig noch mehr Waren, die euch warm halten können. Was hast du denn? Weil wer bist du denn? Ein Händler, der aus dem Süden anreiste, um das klare Schneewasser des Frostlands zu finden. Dieses soll den Erzählungen nach ewige Jugend gewähren. Boah, das will ich gar nicht. Und ist dementsprechend hochbegehrt in Adelskreisen. Allerdings war ja dieser clevere Händler selbst, der das Gerücht in die Welt setzte. Ich klau dir deine Sachen. Eine alte Münze. Uh! 30, 39 ist gar nicht so unschmackhaft und gibt 100 mehr Leben. Was hast du für... Oh, hier gibt es auch nice Sachen. Ja, schau mal einer an. Der Killerbogen. Yeah. Müssen wir gleich mal gucken mit unserer Jägerin. Aber auf jeden Fall, das Schwert sieht schmackhaft aus. Hi. Ach, warum brauche ich elementaren Angriff mit meinem Kämpfer? Das ist ja Quatsch. Dann ja lieber das hier. Ach, die Genauigkeit geht... Achso, die Genauigkeit geht bei beiden, oder? Brauche ich mit dem Schwertkämpfer elementaren Angriff? Hat der irgendwas bisher? Das ist bisher auch der Einzige, der ein Schwert hat, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern, haben wir irgendeinen anderen Charakter, der Schwerter nehmen kann? Ah, wo sind denn die scheiß Leute? Über Status kann ich hier alle sehen? Kann ich auch nicht. Kann ich nicht irgendwo alle Leute mal sehen? Ich glaube, das ist unser einziger Schwertkämpfer. Der hat einen Stab. Hab ich vergessen. Schwert. Dolch. Axt. Ach, der hat auch ein Schwert. Wow, wie blöd bin ich denn bitte? Den habe ich ja sogar bei. Das hätte ich vielleicht sehen können. Aber hat der Elementarattacken? Hat er doch auch nicht. Wozu brauche ich ein Schwert mit einem Elementarangriff? Wie blöd ist das denn? Okay, aber erstmal rauben wir das Dorf aus. Wie sich's gehört für gute Soldaten. Menschen meine ich. Hell. Dieses große Gebäude dort drüben ist die Kathedrale. Sie ist das Haupt. Sie ist der Haupttempel des Ordens der Heiligen Flamme. Einer der Soldaten, der den Frostwolf zu Fall brachte. Die legendäre Bestie, die einst das Frostland heimsuchte. Ey, ich wollte die fallen lassen. Der Kampf wart. Oh, mit D, sehr gut. Nur durch die Hilfe eines Jägers und seines Schreckenwolfs gewonnen. Daher wird das Duo noch heute für seine Taten gepriesen. Als Belohnung beklaue ich dich. Hehe. Das Octopath Traveler, das ist ein RPG. Sowas wie Final Fantasy. Ja, so in der Richtung. Vor uns liegt die Höhle des Ursprungs, der heilige Boden, der die erste Flamme birgt. Wer bist denn du? Seit ihrer Kindheit träumte sie davon, sich den Adon, ich nenne sie jetzt einfach französisch, Adon-Ritter anzuschließen. Mit ihrem Ritterschlag war alles erreicht, andere Träume hatte sie nie gehabt. Nun ist ihre Miene kalt wie Eis, nur die Hitze des Gefechts flammt in ihren Augen auf. Als Belohnung bestehle ich dich auch. Ah, ist scheiße. Das riskiere ich nicht. Wow. Ich hab dich gesehen, du kommst vor, bestehle nicht vor. Ihr wollt wissen, warum ich mich hier verstecke? Tut mir leid, aber das ist ein Geheimnis. Sicher? Ein ehemaliger Söldner, der gerne von seinen Heldentaten auf dem Schlachtfeld erzählt. Seine Zuhörer lieben es, seine leidenschaftlich vorgetragenen Geschichten zu lauschen, obwohl sie wissen, dass die meisten frei erfunden sind. Tolles Geheimnis. So ein Bullshit benutze ich eh nicht. Ja, der ist vielleicht bereits jetzt zu kalt, aber das hier ist ein warmer Frühlingshauch im Vergleich zu Nordkamp.
Eine Frau, die seit etwa einem Jahr mit einem Wandersöldner zusammenlebt. Die Angst, dass er verschwindet, sobald sie ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen lässt, lässt sie nachts nicht schlafen. Oh, 100%? Ja, dann zeck ich dir das. Hehehe. Wenn ihr euch weiter nördlich haltet, stoßt ihr auf die Kathedrale. Nachdem er sowohl Frau als auch Tochter an die Pest verloren hatte, die im Flussland grassierte, widmete er sein Leben der Verbreitung der Lehren der Heiligen Flamme, die ihm jenen und die ihm in jenen dunklen Stunden Trost gespendet hatten. Die Einwohner dieser Stadt gehen eher auf eure führenden Angebote ein. Das ist schön. Ja, die Pflaume brauchen wir auch nicht. Okay, dann gehen wir mal in die Kathedrale. Yes. Südlich der Kathedrale gibt es eine große Stadt. Ich habe gehört, das Wirtshaus dort schenkt den besten Met aus. Da war ich doch gerade, da war kein Met. Einst war sie eine Tänzerin in Sonnenschatt. Oh, geil. Bevor sie ihren grausamen Herrn davonlief und nun unter einem anderen Namen ein neues Leben begonnen hat. Ihre schreckliche Vergangenheit quält sie in Form von Albträumen, welche sie als Strafe dafür ansieht, dass sie nach ihren... dass sie ihre Freundin im Stich ließ. Alter, dann kennt Primrose dir. Als Belohnung bestehle ich dich. Aber wirklich. Ausrüstung ist immer gut. Auch wenn die mir nichts bringt, kann man gut verticken. Bestimmt. Als ob das hier nicht noch wichtig wird. Der Knast hier. Das ist also die berühmte Kathedrale. Sie ist wahrhaftig prächtig. Dieser Holzfäller arbeitet in den benachbarten Wäldern und sucht alle paar Tage die Kathedrale auf. Dort dankt er den Göttern für ihre Güte und betet dafür, einen Blick auf die wunderschönen Töchter des Erzbischofs zu erhaschen. Aha! Du Perversling! Schau die mir mal an, ob du hier so ein Schwein bist. Ah, bräuch nicht. Sind das die wunderschönen Töchter, du Schwein? Hoffe nicht. Willkommen in der großen Kathedrale von Flammhold. Seid ihr wegen des Gottesdienstes hier? Ja. Ein herzensguter junger Mann, der sich vor kurzem den Adon-Ritter anschloss. Als sich sein sanftes Wesen als ungeeignet zum Töten von Monstern und Fang von Verbrechen erwies, schlug der Erzbischof vor, er solle seine Fähigkeiten lieber in der Nachschubversorgung einsetzen. Aha. Ich wollte gerade schon sagen, so viele verborgene Objekte und ich habe noch keins gefunden. Was kann ich dir denn klauen? Ah, nee. Wo sind die wunderschönen jungen Töchter? Hier nicht. Hier? Hier auch nicht. Ich wurde belogen. Bist du eine? Viele Gläubige kommen in diese Kathedrale, um Führung durch die heilige Flamme zu erbitten. Einst war er ein berühmter Schwertkämpfer in Victor's School, der gegen einen Freund um den Meistertitel antrat. Nach dem Tod seines Freundes ließ er die Arena hinter sich und begann ein neues Leben als Kleriker. Gerüchten zufolge ist sein Schwert jedoch irgendwo im Inneren der Kathedrale verborgen. Oder ich beklau dich. Kritischer Ohrring nehmen wir mit. 80%, sehr gut. Ist das eine Tochter? Well. Wir von der Kirche der Heiligen Flamme verehren unseren allmächtigen Gott Elfrig. Alfrig wahrscheinlich. Wir huldigen auch dem heiligsten Symbol seines Geistes auf Erden, der Heiligen Flamme. Nachdem er der Kirche einen Großteil seines Lebens treu gedient hatte, plante er, seinen Posten im Altar aufzugeben. Im Altar aufzugeben? Mein Gott, ey! Am Ende entschied er sich jedoch um und blieb, um den Entfachungsritus zu Ende zu bringen. Genau wie sein Freund Josef. Okay, Josef. Was kann ich dir denn klauen? Ja, nix, was sich lohnt. Schwere Kl... Oh. Ist ja deswegen, weil ich noch nicht einkaufen. Alter, die ist viel besser als das, was ich hätte kaufen können für 12.000. Siehst du, man muss nur abwarten. Und erstmal alles erkunden und looten. Ich hätte jetzt 6.000 oder 12... Nee, 7.000 waren es ja umsonst ausgegeben. Wusste ich doch, dass noch ein zweites jetzt hier irgendwo sein muss. Good day. Die heilige blaue Flamme Elfrix beschützt uns und führt uns durch die Dunkelheit. Es gibt jedoch Gerüchte über Heretiker, die die schwarze Flamme des Bösen verehren. Oh nein!
Ein Kleriker, der seine Kinder, die nun bei den Ardornritter dienen, in den Lehren der Heiligen Flamme unterwies. Seine Tochter nahm sich ihre Intensität zum Vorbild, sein jüngerer Sohn lernte Güte und sein ältester Sohn entdeckte die Gefahren. Na, lohnt nicht. Ist das diese heilige Flamme? Kann ich sie auspusten? Oder wäre das Vieh? Oh! Mutkraut, so ein Scheiß. Sonst nix, ne? Okay. Wo sind jetzt die Töchter? Oder den neuen Charakter und den letzten, den wir da kriegen, ist einer der Töchter. Alle Charakter, die man spielt, sind natürlich immer wunderschön, ne? Die Tänzerin und die 18-Jährige. Okay, das klang jetzt falsch. Wen haben wir denn noch weiblich? Die Jägerin. Es gibt nicht mal so eine übergewichtige oder sowas. Aha! Man muss nur immer erforschen. Hier ist nix. Verarsche! Einen geheimen Gang und dann gibt's dann... Weh, da passiert nicht irgendwas noch. Was ne Verarsche. Liana, wartet! Ich werde den Entfachungsritus an eurer Stadt vollziehen. Habe ich ja ganz vergessen zu machen. Ihr Name ist Ophelia. Ophelia, ja, richtig. Und sie ist Klerikerin. In ihrer Heimatstadt Flammenhult erhebt sich die große Kathedrale über alles. In deren schützenden Mauern verbringt sie ihre Tage im Dienst der Flamme. Sie hilft Liana, ihrer lieben Freundin und Schwester, sich auf den Entfachungsritus vorzubereiten. Eine heilige Wallfahrt, die alle 20 Jahre stattfindet. Aber am Abend vor Lianas Abreise spielt sich eine Tragödie ab. Ophelia macht sich bereit, die Wallfahrt anzutreten und mit den Traditionen ihres Glaubens zu brechen, um ihre Adoptivfamilie zusammenzuhalten. Auf diesem Weg braucht sie tapfere Verbündete. Tschüss, Dieb. Hallo, Ophelia. Und dann haben wir endlich alle 8 Charakter und dann wird gegrindet aus der Hölle. Komm in. Herein. Sat Liana. Oh, sind das die wunderschönen Töchter? Möge die heilige Flamme euren Weg an diesem wunderbaren Tag erleuchten. Und möge sie euch für immer wärmen. Siehst du? Ich kann Feuer sehen. Ja, super lustig, der Spruch. Wie oft haben wir diese Formel schon zitiert? Doch scheint sie nun eine ganz neue Bedeutung zu entwickeln. Mit jedem Tag rückt meine Abreise näher. Vielleicht bin ich doch nervöser, als ich dachte. Liana? Ich muss aufpassen, dass ich nicht Lina sage. Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Ich wurde als Wallfahrerin geboren. Mein Vater hat diese Pilgerreise vor 20 Jahren auch unternommen. Und als seine Tochter kann ich ihn doch nicht enttäuschen. Du bist wirklich unglaublich, Liana. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Was denn? Als einzige rechtmäßige Tochter des Erzbischofs erwarten immer alle so viel von dir. Warte mal, eine nur? Ich dachte, der hat mehrere. Obwohl, die einzige rechtmäßige, dann sind wir die andere wahrscheinlich, ne? Und doch hast du nie jemanden enttäuscht. Jede deiner Predigten ist inspirierender als die zuvor. Und dann die Wallfahrt. So viel lastet dabei auf deinen Schultern. Sei nicht albern, ich bin doch nicht alleine. Ich habe doch dich, oder? Und all die anderen in der Kathedrale. Du hast mir doch geholfen, ein Thema für meine letzte Predigt zu finden, Ophelia. Und bist nächtelang aufgeblieben, um sie mit mir zu schreiben. Zwei offene Ohren und ein paar schöne Worte waren alles, was ich beitragen konnte. Ich wünschte nur, ich konnte etwas tun, das dir wirklich hilft. Ach, vergiss die Sorge und komm, meine Schwester. Vater erwartet uns in der Kapelle. Oh, sie sind auch noch Stiefschwestern, ne? Am Anfang erschufen die 13 Gottheiten das Land. Sie formten die Berge, füllten die Meere. Warte. Achso, okay. Schenkten mächtigen Bäumen und wilden Tieren das Leben. Und dann schufen sie die Menschen, damit sie herrschen sollten über das Land. Doch einer der Götter
Galdera war zu gierig, um sich von seiner Schöpfung zu trennen. Das klingt wie Silmarillion, Herr der Ringe. Jetzt müssen sie nur noch Melkor aus Versehen einmal nennen. Die 12 Gottheiten des Guten waren zu einem verzweifelten Kampf gegen den grausamen Galdera gezwungen, dem Herrn über die schrecklichsten Zauber. Schließlich war es Elfric, der den Konflikt beendete, der Flammenträger und Herr über alles, was heilig ist. Ich gehe jede Wette ein, jedes RPG ever. Am Ende müssen wir gegen diesen bösen Gott kämpfen. Final Boss. Elfric ließ Astralfeuer auf Galdera herabregen, beraubte ihn so seiner Kräfte und schloss ihn in der Nachwelt ein. Siehst du, der ist nicht tot, der ist nur weggesperrt. Wie immer. Eine göttliche Flamme, die alle Schatten vertreibt. Das ist die heilige Flamme, die das Land Orsterra erhält und dem Volk so Wärme und Führung bringt. Die Backstory habe ich noch nie gehört, dass es einen bösen Gott gab, der weggesperrt wurde. Aber hey, lieber dieselbe Story 100-mal in gut gemacht, als so eine Original-Story, die absolut beschissen ist. Ah, da seid ihr ja, meine Mädchen. Oh, Erzbischof Josef, ey. Ich weiß schon, warum du die Ophelia adoptiert hast, du Schwein. Eure Exzellenz, möge die heilige Flamme euren Weg erleuchten. Werden wir hier gebraucht, Vater? Ich wollte euch nur sehen, das ist alles. Macht ruhig mit euren Aufgaben weiter. Mhm. Ich fühle dich, Josef. Wie ihr wünscht, eure Exzellenz. Boah, ich will aber auch mal. Ich muss an meiner Schule einführen. Ich will auch mit eurer Exzellenz angesprochen werden. Das ist ja voll geil. Kommt mir so vor, als wärt ihr beide von einem Augenblick zum anderen erwachsen geworden. Nein, erwachsen werden verboten. Ophelia, wie lange ist schon her, seit du zu uns gekommen bist? 15 Jahre, eure Exzellenz. Beinahe. Ja, das stimmt auch schon wieder. Das stimmt auch schon. Wenn man es so sieht, dann ist ja eigentlich jeder Elb und jeder Ork aus Herr der Ringe abgeluchst, ne? Außerdem, wenn jemand eine Original-Story schreibt, auch wenn die schlecht ist, finde ich das auf jeden Fall immer beeindruckender, als wenn man eine gute Story klaut und dann einfach schlecht wiedergibt. Wenn man ehrlich ist. Man muss ja auch mal die Kreativität, auch wenn es nicht ganz gelungen ist, wertschätzen. Das Schlimmste ist, wenn solch eine nachgemachte Story ist und die dann auch noch schlecht wäre. Das wäre das Schlimmste. Dann nehme ich lieber eine schlechte Original-Story. 15 Jahre, eure Exzellenz, beinahe. Oh, 15 Jahre. Ich sollte mich wohl nicht wundern, dass du so gewachsen bist. Ich verstehe dich, Josef. Ich war eine Waise, eure Exzellenz. Halb verhungert und krank. Ich wäre heute nicht hier, hättet ihr euch damals meiner nicht angenommen. Sowas finde ich immer total unlogisch. Für uns als Spieler macht es Sinn, die Backstory zu erfahren. Aber als ob irgendjemand oder sie jetzt ihre eigene Backstory dem Adoptivvater erzählen würde, der sie ja schon kennt. Ah, ist egal. Ist ja für uns wichtig. Vielleicht habe ich es nicht oft genug betont, während ich heranwuchs, aber mein Herz ist voller Dankbarkeit für alles, was ihr mir gegeben habt. Oh, Josef, gib ihr nicht alles. Das bedarf keiner Worte, mein Kind. Wir folgen alle dem Weg, den uns die heilige Flamme erhält. Komm, Fili. Wir sind eine Familie. Du, Vater und ich, da muss man doch nicht so förmlich sein. Warum solltest du dich bei uns bedanken, dass wir bei dir sind? Dafür ist eine Familie doch da. Natürlich, du hast recht, Liana. Und abgesehen davon ist Vater hier vielleicht ein großartiger Erzbischof. Aber wir wissen doch, zu Hause ist er nur ein alter Faulenzer. Stimmt's, Vater? Ein alter Faulenzer, jetzt verletzt du mich aber, Liana. Ich weiß, dass dich deine Pflichten in der Kathedrale sehr in Anspruch nehmen, Vater. Aber mal ehrlich, im Haushalt bist du keine große Hilfe. Würde es dich umbringen, mal zu kochen oder hin und wieder auf den Bücherregalen Staub zu wischen? Meine Güte. Also wenn du das so sagst, dann bin ich wohl wirklich kaum zu gebrauchen. Selbst der großartige und geliebte Erzbischof bleibt in den kritischen Augen seiner Tochter hinter den Erwartungen zurück. So scheint es, Ophelia. So scheint es. Hehehe. Und jetzt sag mir, Liana, bist du bereit für deine Reise zur Höhle des Ursprungs? Aber natürlich, Vater, ich bin bereit. In den hintersten Winkeln dieser Höhle wirst du die erste Flamme finden. Du wirst den Kirchen im ganzen Land ihre Glut bringen, um die heiligen Feuer zu schüren, die weit und breit für Schutz und Wärme sorgen.
Das ist der Entfachungsritus, der seit ewigen Zeiten gepflegt wird und alle 20 Jahre stattfindet. Oh, ich guck mal hin. Eigentlich müsste jetzt die Backstory sein, dass Lyanna auf dem Weg jetzt stirbt und Ophelia dafür die Rolle einnehmen muss. Dann wäre klasse, ich kann. Oha. Ihr dürft euch für heute Abend WWE auch nicht zu große Erwartungen machen. Bevor wir den Universe starten, müssen nämlich die Titel vergeben werden. Und das wird ein bisschen dauern, denn das habe ich vor. Den Billigtitel als Royal Rumble, das geht ja relativ schnell. Aber den Tag und den Haupttitel im Turnier aufzutragen. Ich kann ja ein bisschen simulieren für welche, die nicht da sind, da. Wenn irgendwie Marco gegen Kalle oder so ein Scheiß ist. Aber es gibt halt den Modus Turnier in-game, dann will ich das auch nutzen. Bevor wir den Universe starten. Habe ich dir eigentlich schon Bilder von den Titeln geschickt? Oder willst du die, zeige ich dir heute Abend, ne? Ich habe mir Mühe gegeben. Plus ein bisschen online auch geguckt nach Ideen und so. Das ist der Entfachungsritus, der seit ewigen Zeiten gepflegt wird. Achso, ja. War ich schon. Und für Feier des Tages. Ich habe mir nach seit Ewigkeiten auch mal wieder ein paar Bierchen geholt. Für heute Abend, für den Universe-Modus. Beziehungsweise für das Turnier. Schmeißen wir uns in Schale, oder? Deine Reise wird nicht einfach sein. Sobald du auch nur einen Fuß in die Wildnis gesetzt hast, warten gesetzlose Schurken und wilde Tiere auf dich. AKA Männer. Haltet euch von Männern fern, junge, hübsche Frauen. Ist überhaupt einer anwesend? Warte mal. Ach, Daytona nur. Ah, war nur Spaß. Daytona ist ja schon einer wilden Bestie zum Fraß vorgeworfen worden. Ja, viele Diener der Kirche haben sich im Laufe der Geschichte auf diese Reise gemacht und einige sind nie zurückgekehrt. Apropos, ich hab doch vorhin Michi gesehen, ne? Moment mal. This, my daughter. Everyone has put their faith in you. Moment mal. Habe ich hier eben Michi gesehen, obwohl sie was zu tun hat? Das ist ja unfassbar. Wenn Daytona ein Kerl ist, dann ist sie der schönste Kerl der Welt. Ach, die hört mich gar nicht, die ist Grill, ne? Scheiße. Da ist man einmal nett. Aber ich weiß, dass du es schaffen wirst, meine Tochter. Alle glauben fest an dich. Du hast mein Wort, Vater. Ich werde weder dich noch sonst jemanden enttäuschen. Ich werde den Brauch entsprechen, genau wie du es vor 20 Jahren getan hast. Sehr gut, mein Kind. Sehr. Ist der Vater krank? Vielleicht stirbt Lyanna nicht, sondern kann nicht weg. Und wir müssen auf die Reise ein Heilmittel finden. Vater? Alles in Ordnung, Eure Exzellenz? Nichts, worüber du dir Sorgen machen solltest. Ich komme lediglich in die Jahre. Warte mal. Es entwickelt sich gerade ein Skandal in WhatsApp, aber okay. Ach, ihr dürft nicht so pessimistisch sein, Eure Exzellenz. Hi, Daytona. Es gibt noch so viel von euch zu lernen, bevor wir zulassen können, dass ihr zum Erzbischof... Scheiße. Ophelia is right, Father. Zum Erzbischof Emeritus werdet, was auch immer das ist. Ophelia hat recht, Vater, wie immer. Du solltest dich für den Rest des Tages zurückziehen und neue Kräfte sammeln. Wir können uns hier um alles kümmern. Wir werden den Pontifex darüber informieren, dass ihr in euren Gemächern ruht, Herr. Jo, bis später, Daytona. Wie kann ich alter Mann widersprechen, wenn meine beiden Mädchen darauf bestehen? Dann überlasse ich euch die Vorbereitung für die heutige Zeremonie. Nee, nicht Bosbo. Was anderes. Wir werden uns um alles kümmern, Eure Exzellenz. Ich bringe Vater in seine Gemächer. Danke, Lyanna. Ich erledige die Aufgaben hier. So, ich will nicht überspringen. Ich bin besser mit den Vorbereitungen für die nächste Zeremonie. Meine Güte, was macht denn das Kind hier ganz allein? Was für ein Kind? Zeig's mir. Das ist doch kein Kind. Okay, doch. Was ist denn los, mein Kind?
Ach du Scheiße. Oh, wir haben was Wichtiges vergessen, bevor ich sus bin. Ist Ophelia denn über 18? 20, Gott sei Dank. Meine Mami, sie ist weg und ich kann sie nirgends finden. Komm zurück, Mami, lass mich hier nicht allein. Na doch. Ist ja gut, ist ja gut. Lass uns mal deine Tränen trocknen. Soll ich dir helfen, deine Mami zu finden? Kannst du sie wirklich finden? Of course. Natürlich, mein Kind. Die heilige Flamme wird uns den Weg weisen. Ist das hier eine Sekte? Obwohl ich hier eigentlich Vorbereitung treffen muss. Nein. Ich kann diesen armen Jungen nicht allein lassen. Wenn ich schnell zurück bin, werde ich wohl noch alles schaffen. Fick dich, Kinder. Ophelia kann Stadtbewohner führen und sie werden ihr folgen, wohin sie auch geht. Führen! Diese Person führen, von mir aus. Möge die heilige Flamme in Richtung. Okay. Hallo. Achso, die labern immer dasselbe, stimmt ja. So, jetzt finden wir erstmal seine Mama. Wie, die steht hier direkt vor der Kirche, ey. Willst du mich verarschen? Wie blöd bist du denn, Kind? Mami! Da bist du ja. Oh. Schwester Ophelia, wie kann ich euch nur danken, dass ihr euch um meinen kleinen Lausebengel gekümmert habt? Okay. Glück gehabt. Und du, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht alleine losgehen sollst? Actually. Bitte schimpft nicht mit den armen Jungen. Er war die ganze Zeit tapfer und lieb. Das sind 5 Meter. Da vorne ist der Eingang. Ihr seid zu gütig, Schwester Ophelia. Ich weiß doch, wie sehr ihr in der Kapelle beschäftigt seid. Vielen Dank, dass ihr ihm trotzdem geholfen habt. Kein Wunder, dass der Erzbischof so stolz auf seine beiden Töchter ist. Auf seine beiden Töchter? Aber ihr werdet doch sicher wissen, wie stolz er auf euch und eure Schwester Liana ist. Das sagt er. Aber natürlich, fast jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche. Der Skandal ist komplett. Und jetzt komm, kleiner Mann, bedanke dich bei Schwester Ophelia und dann müssen wir nach Hause. Thank you. Danke, Schwester Ophelia. Alter, der hat eine Stimme von so einem 16-Jährigen. Gerne schön, mein Junge, aber versuch künftig bei deiner Mutter zu bleiben, ja? I see. Ignorieren wir das, was Freitag passiert ist, bitte. Eure Exzellenz. Ich werde alles mir Mögliche tun, um die Tochter zu sein, die ihr euch wünscht. Ich glaube, ich weiß genau, was Josef will. If I might. Habt ihr vielleicht im Moment Zeit, Schwester? Ey, nicht auf Jungs reinfallen! Nicht! Ophelia, nein! Of course. Ja, kann ich euch helfen, guter Herr? Wisst ihr möglicherweise, wo ich seine Exzellenz, den Erzbischof, finden kann? Oh, sie sagt ihn jetzt, wo er ist und er bringt ihn um oder so. Dürfte ich wohl erfahren, wer nach ihm fragt. Ah, bitte entschuldigt meine schlechten Manieren. Ich heiße Matthias und ich bin Händler des Leonil-Konsortiums. Der Erzbischof hat sich großzügigerweise zu einer Transaktion mit uns bereit erklärt. Well then. Ein Händler? Ich verstehe. Freut mich, euch kennenzulernen, mein Herr. Ich bin Schwester Ophelia. Ach, ihr seid also Schwester Ophelia. Ich habe schon so viel von euch gehört. Als der Erzbischof mich kontaktierte, um meine Dienste in Anspruch zu nehmen, erzählte er viel von seinen beiden Töchtern. Auch hörte ich, dass Schwester Liana die nächste Flammenträgerin sein wird. Das Reich ist wahrlich gesegnet mit zwei solch loyalen Dienerinnen. Ich traue Matthias auch nicht. Tatsächlich hat mich der Erzbischof heute hierher bestellt, um eure Schwester für die bevorstehende Reise auszurüsten. Oder er bringt die Schwester um. Irgendeiner wird jetzt umgebracht. Ach wirklich, wir sind euch für eure Unterstützung sehr verbunden.
Gern geschehen, gute Schwester. Es ist die Pflicht der Gläubigen, der Kirche zu dienen, so wie die Kirche uns ebenfalls unermüdlich dient. Schwester Ophelia, ihr müsst sofort herkommen. Was ist denn los? It's a disaster. Ach, Schwester Ophelia, es geht um den Erzbischof. Seine Exzellenz ist zusammengebrochen. But how could... Was? Ich komme sofort. Meister Matthias, verzeiht, dass ich euch alleine lasse, nachdem ihr so weit gereist seid, aber... Verschwendet keinen Gedanken an mich, Schwester. Bitte begebt euch sofort zum Erzbischof, weil ich ihn umgebracht habe. Vielen Dank für euer Verständnis, Herr. Bitte entschuldigt mich. Jetzt kommt doch noch böser Dialog von ihm. Aha. 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 Doch nicht. Your Excellency. Eure Exzellenz. Ophelia, ruhig, Ophelia. Hol erstmal Luft. Verzeih mir, Liana, aber seine Exzellenz. Was seine Exzellenz jetzt am meisten braucht, ist Ruhe. Bitte regt ihn nicht auf. Natürlich, verzeihen. Liana! Na gut gemacht. Ja, Vater? Die Wallfahrt, die heilige Flamme. Mach dir keine Sorgen, Vater. Ich werde den Ritus erfolgreich vollziehen, genau wie du es mir beigebracht hast. Es tut gut, das zu hören. Vater? Vater! Keine Sorge, Schwester Liana. Er ruht nur. Puh. Liana. Schwester Liana, geht es euch nicht gut? Jetzt brechen sie alle zusammen. Es geht mir gut. Glaube, ich brauche nur etwas frische Luft. Dazu kann ich nichts sagen. Das ist mein Arbeitgeber, Crash. Liana. Liana. Ich weiß, dass ich von den anderen Stärke zeigen will. Okay, gut. Wo ist mein Trinken? Aber ich mache mir Sorgen um sie. In Zeiten wie diesen sollte ich bei ihr sein. Wo habe ich mein Wasser hingestellt? Wie blöd bin ich denn? Jein. Also es ist Pflicht, Kenta, aber man kann theoretisch aus der Kirche austreten. Dann zahlst du keine mehr. Ich hatte doch eben ein Wasser, oder? Da steht's doch am Fuß. Ich glaube, der einzige Nachteil, aus der Kirche auszutreten, ist dann, dass du dann theoretisch nicht kirchlich heiraten kannst oder so. Und auch dann nicht kirchlich bestattet? Weiß ich gar nicht, gerade muss da alles runterzählt dann. Ja, träumen ja viele von, ne, kirchlich zu heiraten mit... In der Kirche hier mit drum Dings und Bums und alles. Aber ich mache mir Sorgen um sie. In Zeiten wie diesen sollte ich bei ihr sein. Ja, das hatten wir. Jetzt sagen die eh wieder dasselbe, ne? Ja, okay. Nichts Neues. Ja, irgendwie gehört Hochzeit in der Kirche bei vielen, die auch nicht gläubig sind. Ich würde behaupten, die meisten in Deutschland sind nicht gläubig. Oder so, halt so richtig, ne? Gehört trotzdem kirchliche Hochzeit bei vielen ja irgendwie dazu, ne? Oh mein Gott, wie blöd bin ich. Ich habe jetzt erstmal erkannt, dass dieses Ausrufezeichen da unten aus der Map verborgene Gegenstände sind, die ich aufgedeckt habe. Oh mein Gott. Egal. Ah. Oh Gott, bin ich blöd. Okay, dann ist hier ja... Ja, wow. Bei... Boah, lass mich nicht lügen. Bei 2 von 3 bei mir wär's... Nee, bei 1 von 3 wär's auch kirchlich gewesen. Die eine ist ausgetreten. Weil die keinen Bock hatte, Kirchensteuer zu zahlen, als er dann Geld verdient hat. Und die andere hatte nie was mit Kirche am Hut. Die war, glaube ich, auch gar nicht in der Kirche irgendwie. Liana, und bei der letzten wäre es wahrscheinlich kirchlich gewesen. Liana, wie fühlst du dich? Zumindest war das der Plan. Ophelia? Ja, Pläne ändern sich.
Genau wie bei Liana. Liana? Was soll ich nur tun, Ophelia? Mein Vater ist... Wenn ich daran denke, was passieren könnte, dann bin ich so ängstlich, so wütend, dass ich das Gefühl habe, mein Herz würde zerspringen. Doch wenn ich jetzt aufgebe, werden alle die Hoffnung verlieren. Ich muss stark sein. Und schon bald muss ich zur Wallfahrt aufbrechen. Der Ritus kann nicht länger aufgeschoben werden. Wir müssen den jahrhundertealten Traditionen folgen. Aber meinen Vater zurückzulassen, ohne zu wissen, ob ich ihn jemals wiedersehen werde. Ach, deswegen tritt Ophelia die Reise wahrscheinlich dann an. Verzweifle nicht, Liana. Du hast doch mich. Wir werden einen Weg finden. Ich heirate einfach Crash in der Kirche und gut ist. Das wird das Leben wahrscheinlich einfacher machen. Vor 15 Jahren hat seine Exzellenz mich aufgenommen. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Nachdem ich meine Familie im Krieg verloren hatte, blieb mir nichts. Achso, blieb mir nichts. Und niemand, der sich um mich kümmern konnte. Verzweifle nicht, Ophelia. Von diesem Tag an sind wir deine Familie. Das ist Liana, meine Tochter, deine neue Schwester. Ah, Exzellenz Josef spielt das Long Game, ey. Respekt an dich, Josef. Hey. Ich heiße Liana. Du kannst mich aber gerne Anna nennen, wenn du möchtest. Huh? Was ist denn los mit ihr? Oh. Liana, ich fürchte, dass Ophelia etwas sehr Schlimmes durchgemacht hat. Wir sollten sie daher wieder aufmuntern. Gemeinsam werden wir im Licht der heiligen Flamme unser Glück finden. Yes. Ja, Vater, ich werde die beste Schwester überhaupt sein, Ophelia. Kann es nicht mal in irgendeinem RPG eine Backstory geben, wo nichts Tragisches ist? Einfach ein Dude, der sagt, der irgendwie aus gutem Haus kommt, Vater und Mutter leben beide noch, sind nicht ärmlich, alles ist gut und der sagt einfach... Ja, lass mal in die Welt ziehen. Ohne irgendein tragisches Irgendwas. Einfach mal total random. Ja, lass mal aufbrechen. Die ersten Tage im Haus des Erzbischofs verbrachte ich in meinem Zimmer und sprach mit niemandem. Sie war es, die mich aus meinem Panzer befreite. Liana, meine beste Freundin, meine Schwester. Hey, Philly, möchtest du nicht mal rausgehen? Ach, ich weiß. Es gibt einen Ort, den ich dir einfach zeigen muss. Was? Hier entlang, hier hoch. Wohin gehen wir denn? Ich würde sagen, da lang und hoch. Aber war nur ein Tipp. Es ist nicht mehr weit. Komm, wir sind fast da. Da sind wir. Was ist das hier? Ich würde sagen, Hügel, der auf die Kathedrale guckt. Von allen Orten dieser Welt ist dies mein Lieblingsort. Vielleicht könnte es ja auch dein Lieblingsort werden. Boah, mir ist so schlecht, ey. Na, was heißt schlecht, ey? Aber ich muss die ganze Zeit aufstoßen, weil ich mir heute Matthias gemacht habe. Schön salzig war er. Das ist wunderschön. Nicht wahr? Genau deshalb gefällt es mir hier so. Hier, Philly, das ist für dich. Tja, also, möchtest du mit mir spielen? Immer noch nicht. Philly, weinst du? Nein, ich weine nicht. Good to
Schön zu hören. Wir werden die besten Schwestern sein, Philly. Ich weiß es einfach. Sind Bäckchen und Milchi sind dort. Das finde ich sehr schön, Liana. Dann ist es abgemacht. Oh, nächstes Mal zeige ich dir mein Lieblingsspiel. Und dann? Nachdem ich meine Familie verloren hatte, war ich überzeugt, dass es mein Schicksal war, den Rest meines Lebens allein und traurig zu sein. Fühle ich. Aber Liana vertrieb meine dunklen Gedanken und gab mir die Kraft, wieder ins Leben zurückzukehren. Fühle ich nicht. Es tut mir leid, dass ich mich so davon gemacht habe. Ich werde an Vaters Seite zurückkehren und bei ihm so lange bleiben, wie ich kann. Yes. Bitte tu das, Liana. Er wird sicher sich schneller erholen, wenn er dich an seiner Seite weiß. Wo sind jetzt die Quest, wo wir dann kämpfen müssen? Die kommt doch auch immer noch. Die Erkrankung des Erzbischofs lastet auf Liana schwerer als auf allen anderen. Und doch muss sie das vor ihren Mitmenschen verbergen. Morgen wird sie aufbrechen, um die Glut aus der Höhle des Ursprungs zu holen. Wenn ich an ihrer Stelle die Glut holen würde, dann könnte Liana bei ihrem Vater bleiben. Natürlich könnte auch ich nicht ertragen, ihn zu verlassen. Und wenn ein anderer die Glut holen würde, müsste er auch auf die Wallfahrt gehen und den Ritus vollziehen. Kannst du schweigen vom Betreten der Höhle ohne kirchlichen Segen? Da würde mir mehr drohen als nur eine Standpauke, das ist sicher. Soweit ich mich erinnern kann, liegt die Höhle des Ursprungs in den Gebirgsausläufern östlich von hier. Okay. Sie geht einfach, holt die Glut und muss dann auf Wallfahrt. Das ist die Story. Ich muss die Glut einsammeln, damit ich den Entfachungsritus anstelle meiner Schwester durchführen kann. Das ist der Weg, den ich gewählt habe. Nur ich muss ihn gehen. Trotzdem würdet ihr mir helfen? Ich danke euch, werter Reisender. Gewiss hat euch die Flamme an meine Seite geführt. Lasst uns nun zur Höhle des Ursprungs ziehen. Sie liegt östlich in der Stadt. Also, aber erstmal sammeln wir hier die verborgenen Gegenstände ein noch, ne? Und rüsten uns auf. Na, jetzt weiß ich, was diese dummen Ausrufezeichen heißen. Ach ja, wir müssen erstmal ins Gasthaus. Wo ist denn das Gasthaus? Da. Weil sie hat doch bestimmt... Ja, einen Stab, dachte ich mir schon. So, dann rüsten wir dich mal aus. Oder ist das Drachenschild besser? Die braucht auch bestimmt FP. Ja, im Grunde ja. Und Leben am Anfang auf jeden Fall auch. Was kann die denn? Wunden heilen. Nice, regeneriert GP aller Verbündeten. Okay, brauchen wir vielleicht unseren Apotheker dann bald nicht mehr? Weil wir nehmen natürlich dann lieber die Klerikerin mit. Natürlich. Okay, alle wiederbeleben. Magie, reflektieren. Okay, alle wiederbeleben, alle heilen ist gut. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, wir haben ja zwei. Weil er ist ja auch Erste Hilfe. Und kann auch einen, aber immer einen nur, ne? Und Eismagie. Dafür kann er natürlich viel besser angreifen. Die wird im Nahkampf absolut scheiße sein. Der ist schon eine gute Mischung aus Heilen und
angreifen. Der ist schon eigentlich richtig geil. Aber Ed ist eine Frau. Aber das Gute ist, jetzt können wir ihn nämlich mal zu Hause lassen und wir können zwei Charakter trainieren. Weil ich muss ja eh alle trainieren. Und ich dachte immer, ich kann nur einen trainieren, weil ich die drei immer mitnehmen muss. Sie muss ich mitnehmen, er ist eh OP und dann den Heiler. Aber wenn ich sie jetzt mitnehmen muss und die auch trainieren muss, kann ich ja hier noch einen zweiten mitnehmen. Kann ich immer zwischen Ophelia und Elfin wechseln. Das ist eigentlich ganz gut. Das schmeckt. Dürfte das Grinden doch ein bisschen schneller gehen, weil er ist schon auf Level 20. Und seine Quest war, glaube ich, Level 21 oder so. 24. Easy. Bis ich da vorne bin. Aber ich würde nämlich sagen, wir machen uns... Bevor ich zu Primrose gehe und ihr Kapitel 2 macht, trainiere ich, glaube ich, alle erstmal auf Level 20. Und dann mache ich, indem ich diese Höhlen, wo ich noch nicht drin war, weil die immer auf Level 20 waren, gehe ich rein. Mit unserem Krieger und so müsste das ja eigentlich easy gehen auch von Primrose. Müsste klar. Wobei, ich habe ja Pummos auf 21. Ich kann ja ihre Story eigentlich machen. Damit es nicht zu einfach wird. Nicht, dass Pummos dann Level 40 ist oder so, bis ich hier bin. Weil die kann ich ja nie auswechseln. Ist egal, wir machen erstmal ihre Story. Zack. Dann schauen wir weiter, was wir machen. Step by step, nicht schon planen. Das geht eh wieder schief. Kaufen. Gibt ja neue Waffen. Ja, komm. Siehst du, das Schwert brauche ich jetzt gar nicht mehr. Das wäre 7500 für den Arsch gewesen. Und guck mal hier, die Routen. Für sie sind nämlich auch kacke im Vergleich zu der, die ich habe. Schon. So, das bringt mir hier alles nichts. Nichts bringt das. Oh, Moment. 22.000, die ist neu. 108 plus 50 verwirrt Ziel gelegentlich. Boah, aber 22.000. Das Ding ist, wenn ich jetzt so viel Geld ausgebe, ist das wirklich schon eine richtig gute Waffe oder finde ich im nächsten Dorf dann wieder die nächstbessere Waffe? In Kapitel 2. Wahrscheinlich, ne? Aber ich nehme den Krieger doch die ganze Zeit mit. Also wenn ich viel Geld ausgebe, dann für den Krieger, oder? Na, ich meine, Stats-wise ist das doppelt so stark wie die Waffe, die ich gerade habe von den... Der Krieger... Ha, ich war immer... Ha. Ja, stimmt, ich habe 85, habe ich gerade Schwert, ne? 108. Aha, ne, hätte ich die große Klinge, glaube ich, nicht gefunden, würde ich es nicht holen. Würde ich es holen, aber ich habe sie gefunden. Von daher, du hast schon recht. Killerbogen interessiert mich mal. Wie gut der ist im Vergleich zu dem Bogen, den ich gerade habe. Da muss ich cool. Obwohl, ich kann hier nachgucken. Brauche ich ja gar nicht. Kann ja auch hier hin. Wie gut ist denn der Bogen, den ich. Gerade. Wie ist denn mein bester Bogen gerade? Obwohl elementar ist egal. 69,44. Okay, ich habe einen besseren Bogen. Wow. Aber wenn wir ihre Story durchhaben, müssen wir eh mal durch die Städte und gucken. Ausrüstungsmäßig und so. Weil es gab ja einige Städte, da konnte ich mir nichts leisten, weil ich kein Geld hatte. Jetzt habe ich ja Geld. Dann gehen wir durch alle 8 Hauptstädte nochmal, wo wir die Charakter gefunden haben. Und dann rüsten wir uns auf. Und dann fängt das Gwinden an in den Höhlen. Yay. Let's see what you got. Und dann können wir ja erstmal Ophelia mitnehmen.
Nighthoad, bring your shade. Ach fuck, ich habe jetzt die einzige mit Bogen nicht bei. Well then. Aber ich wette, Stab ist auch stark. Fuck. Oder auch nicht. No. Egal, neues Schwert wird regeln. Here goes nothing. I am ready. The battle is true. Okay, sie wird eh steigen. The show is over. Sehr schön, Ophelia. Wobei, ich könnte... Warum nehme ich Elfin eigentlich mit? Den könnte ich doch jetzt eigentlich zurücklassen. Nee, kann ich nicht. Oder? Ich habe ja jetzt eine Heilerin. Ich könnte theoretisch doch Elfin zurücklassen, um die anderen mal zu trainieren. Komm, wir probieren das mal. Lass uns das mal probieren. Moment, hier stehen noch neue Charakter, oder? Nee, noch nicht. Falscher Weg, ich bin so dumm. So, wo ist er? So, wen nehmen wir mit am besten? Daytona schon mal, ne? Kann die nämlich auch die Kriegsaxt von ihm kriegen? Ihren schweren Bogen. Das Drachenschild. Heilige Tiara. Das Falkengewand. Wo ist denn der Crit? Da. Verteidigung. Scheiß auf Verteidigung. Ach nee, Leben. Scheiß auf Leben, ich brauche FP. Für heilen. Was haben die anderen eigentlich? Da habe ich noch nie. Der Crit und Mächt. Okay, das macht Sinn. Nee, 50 mehr Leben bringt gar nichts mehr auf dem Level. Ob ich jetzt 1225 oder 1175 Leben habe, ist, glaube ich, relativ egal. Auch mehr Magie? Die heilt sich ja eh mal Magie, das ist eigentlich auch unnütz. Dann Verteidigung ist nie doof. Würde ich sagen. Bei 100, ne? Okay. Dann lerne ich als nächstes... Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt Wiederbeleben oder Heilen gelernt? Lerne ich auf jeden Fall als nächstes das andere. So, dann probieren wir es mal so. Wobei, jetzt sind die Gegner schwächer. Jetzt müsste ich weniger Erfahrung kriegen. Dafür trainiere ich halt zwei statt ein. Ich weiß nicht, ob das schlauer ist als das andere. Ich weiß es nicht. Das sehen wir ja. Wobei das jetzt relativ egal ist, weil Ophelia nehme ich jetzt eh erstmal mit statt Elfin. I'm ready. Nighthoad, bring your shade. No. Scheiße. Mike. Aha, ich wusste es. Ja, aber sagen wir mal doof gesagt, ich weiß nicht, wie hier die Rechnung ist. Wenn ich mit drei starken und einem schwachen 1000 Erfahrung krieg,
aber mit 2 starken und 2 schwachen nur 500 Erfahrung. Was da schlauer ist. Ah, okay. Ah, okay. Vertrau dir da. Ich hab da keine Ahnung von. Ich hätte jetzt auch gesagt, 3 trainieren ist doof, glaube ich, weil dann die Gegner zu schwach sind. Außerdem will ich Olberic die ganze Zeit haben. Ich will den richtig OP haben für Notfälle. Primrose kann ich eh nicht auswechseln. Wir können ja eh nur maximal 3 trainieren. Dann trainiere ich halt 2. Ich glaube, das macht Sinn. Beziehungsweise ich trainiere ja gar nicht 2. Ich trainiere im Endeffekt bald auch wieder nur noch 1, wenn Ophelia nämlich stark ist. Weil Ophelia oder Elfric oder wie der heißt, einen von den beiden will ich auf jeden Fall immer dabei haben. Man braucht immer einen Heiler dabei. Auch beim Trainieren. Aber ich glaube, auf Dauer ist dieser Elfric besser. Weil der pro Angriff heilt er sich Magie wieder. Das heißt, ich heile einmal. Und dann greife ich einmal an und dann habe ich schon wieder meine Magie fast voll. Unlimited heilen. Ich weiß nicht, was sie lernt als Hilfsfähigkeit. Wenn sie sowas auch lernt, wäre natürlich geil. Wie hier Primrose. Die hält sich ja auch die ganze Zeit Magie vor Angriff, ne? Das ist halt auch ziemlich geil. Schau doch nicht auf sie, das ist doof. Ach komm! Aha. Victory shall be mine. I'm ready. My turn now. Ich glaube, Power Game mäßig ist der Apotheker besser. The hunt endeth. Weil sie kann dafür viel mehr heilen, aber er kann viel mehr angreifen und kann dauerhaft heilen, ne? Ich meine, seine Magie durch Angriffe wieder auffüllen ist schon ziemlich stark. Wow, hier ist nix. Ah, vielleicht lernt sie es ja auch. Wer weiß, wer weiß. Erstmal abwarten, bevor ich meckere. Die auch dagegen schwach? Nein, habe ich schon ausprobiert. Ich bin dumm. Nur wie die, ey. Ich kann hier... Das stimmt, das stimmt. Da hast du natürlich auch recht. Ach komm, hätte er den nicht killen können. Aua. Na, wobei, sie ist ja noch einmal dran vorher. Ah, ich habe den Falschen angegriffen. Ich bin so dumm. So, wollte ich das. Sie macht halt auch nur 40 Schaden, ne? Der Apotheker, der macht viel mehr. Okay, der ist auf 15 Level über ihr. Okay. Primus ist Level 21. Woo! Ich glaube, ich falle ins... Ah, muss auch mal sein, Daytona. Die Arbeit ist so schwer. Da darf man auch mal im Fresskummer sein. Ist hier schon der Boss? Ich hoffe, hier ist erstmal nur der Weg hier in die Höhle. Und nicht, dass die Höhle so kurz ist. Aber das Leveln dauert echt ewig, ey. Die Höhle des Ursprungs. Diese Höhle beherbergt die erste Flamme. Das Feuer, das Elfric höchstpersönlich von Himmel abgeholt hat. Ich habe ja dauerhaft, ne, in allen Stories bisher Primrose mitgehabt. Und selbst die ist erst auf 21. Und irgendwelche anderen Charakter muss ich auf 27 bringen. Alter, ey. Ich muss es zurückholen. Alter, das ist wirklich das oberste, das übelste Grinding-Spiel. Schwester Ophelia, sicher wisst ihr das, aber lasst mich euch dennoch sagen, das ist ein gefährlicher Ort. Bitte bereitet euch gut vor, bevor ihr eintretet. Safe trap. Die erste Flamme darf niemals verlöschen. Die Höhle ist ursprünglich ein heiliger Ort. Selbst Mitglieder der Kirche, bla 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 bla. Kann ich euch mitnehmen? Diese Person führen. Was heißt denn das führen überhaupt?
Ist das dasselbe wie hier mit der Tänzerin? Guck mal, wir nehmen den mal mit. Jetzt haben wir 6 Leute. Ist das bescheuert. Und man kann auch, das habe ich irgendwo gelesen, Berufe lernen oder so dann später. Dass man so richtig mixen kann, alles Mögliche. Hier, Anfangslaufbahn. Dass man dann noch was zusätzlich lernen kann. Bietet als Kleriker die Flamme eure Führung und führt einen Stadtbewohner herum. Kann bestimmt, wenn eure Stufe zu niedrig ist. Ruft einen Einwohner unter eure Führung zu Kampf. Okay, wir können neben der Tänzerin jetzt auch noch ein. Okay, wir haben jetzt so eine ähnliche Fähigkeit wie das Verführen von Primrose. I am ready. Aua. Aua! Guck mal, jetzt machen wir mal. Bestienwissen? Bestie rufen? Wen rufen wir denn mal? Guck mal, den haben wir. Ach, den können wir auch rufen. Habe ich irgendwas, was hier umsonst ist? Nee, ne? Das war wichtig und richtig. War mir klar, weil das halt ihre Höhle ist. Dann ist klar, dass irgendwie die Hälfte der Viecher gegen Stäbe schwach sein müssen. Victory shall be mine. The thrill of the fight. Ja, das war wichtig. Jetzt haben wir die 100 Punkte nämlich. Jetzt lernen wir nämlich wiederbeleben. Zack. Jetzt haben wir die ganzen Heilsachen. Das ist wichtig. Als nächstes lernen wir natürlich dann auf 500. Fügt allen Gegner Lichtschaden zu. Boah, wenn die sowas lernen würde wie Primrose, ey. Dass die ihre Magie jede Runde plus 6 oder so bekommt. Ah, wäre mega geil. Wie heißt das? Energieschub, ne? Beharrlichkeit. Alle Statusverbesserungen, die ihr bekommt, halten eine weitere Runde lang. So eine Scheiße. Ich buffe und debuffe doch eh nie. Fuck, ey. Komm, Energieschub. Irgendwie sowas brauchst du, Primrose. Scheiße. Ophelia. Aha. Ich kann jedes Mal hier Nachtode machen. Und ich habe trotzdem volle Magie gewonnen. Das ist so geil. Wenn die schwach gegen Axt sind, dann machen wir das doch. Hoffentlich auch gegen Keulen. Hehe, auch gegen Keulen. Sehr schön. Let in the hunt. No. With each battle, I grow stronger. Wie viel haben wir denn? Ach, wir haben ja noch ein bisschen. Schön, Ophelia, das gefällt mir. Primrose ist. Guck mal, was wir hier für eine Bande dabei haben, ey. Die eine Tänzerin immer noch. Dann den Gebetstypen. Oh, das ist neu. Coming. Ah, die kriege ich auf keinen Fall down. Dann machen wir doch Bestienwissen. Wir rufen mal einen Seevogelrich. I'm ready. Schade. Das ist egal, der hat eh 5 Milliarden Leben. Vielleicht ist er dagegen schwach. Nein, nein. I am ready. No. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, schwach, gut.
Aua! Die hat die Axt nehmen sollen. Okay, egal. Okay, wer war das? War das die Fledermaus? Die Frechdachs? Wie viel braucht eigentlich Harit oder wie die heißt? 1000 oder 500? 1000, scheiße. Wie komme ich denn da unten schon wieder hin, ey? Ist schon wieder scheiße. Hier lang? Ne, da kam ich ja gerade. Ich finde schon wieder die Wege nicht, weil die Karte wieder unnütz ist. Ich hasse Minimaps, die einem nichts anzeigen. Nichts. Ach, die wird ja eben schwach sein. Ich bin ja dieselben Wölfe wie eben, nur schwach. Ach, Axt brauche ich. Lernen wir das mal? So. With each battle, I grow stronger. Harnit oder Daytona können wir ja auch trainieren, theoretisch, indem wir wieder Dörfer verprügeln. Das kann die ja auch. I'm Nighthoad, bring your shade. The battle. Müsste der Tod kriegen. What? Ein Schläfer, haben wir Angst. Oh, die Dörfer sind so drin. Ah, der war aber auch fies. Ja, auf den kannst du ruhig, ey. Der hat 8 Trillionen Leben. I'm ready. Let in the hunt begin. Was ist dagegen denn effektiv, ey? Fuck! Ich mich eher auf die anderen konzentrieren soll. Okay. I'm ready. Okay. Nighthoad, bring your shade. Erledigen wir das mal ganz schnell, bevor dieser komische Effekt eintritt, den ich nicht kenne. Da habe ich Angst. Schon ist sie auf Level 9. Wie komme ich da unten hin? Silbertoupee. Ist das gut? Scheiße. Ja, das geht halt relativ schnell, ne? Weil die Gegner halt so stark sind wegen der starken Party. Das war ja halt mein Plan, mit 3 Level 25er und 1 Level 10er dann zu trainieren. Weil es ja dann so schnell geht. Vielleicht Speer. Ich habe keine Ahnung, was gegen den stark ist. Wahrscheinlich. Ach, Licht 100 Pro. Sie ist ja auch Lichtzauber. I'm ready. The show is over. Sehen wir. Ey, und selbst wenn ich nicht Astrein trainiere, dann dauert es halt einfach nur länger. Wenn ich es nicht Powergame-mäßig perfekt mache. Ne, darin will ich nicht. Ich will in diese Truhe ran. Ja, Licht denke ich auch mal, aber ich will die FP nicht verbrauchen. Ja, wobei, ich steige eh die Level jetzt die ganze Zeit. Hätte ich machen können. Egal. Scheiß drauf. The battle is... Wen hauen wir platt? Du bist als nächster dran. Probieren wir doch mal ein heiliges Licht auf ein. Auf den Wolf hier. Okay, war nicht schwach. Aber gegen diese Kleinen ist bestimmt Licht. Gut. Und ich gehe nicht weiter. Ich will wissen, wie ich da hinkomme.
Wo ist der Weg dafür? Da war keine Klippe, das war eine Treppe. Das soll auch einer sehen, dass das hier eine Treppe ist. Hier. Mein Gott, ey. So, da ist doch bestimmt Licht. Das probiere ich, wenn das dran ist. Aua! Ja, etwa Licht. Dann wird das irgendwie Blitz oder Eis, irgendwie noch was Magie sein, die ich nicht mache. The battle is truly joyous. I am ready. Let in the hunt. Thou didst fight with courage. Ey! Warte, brauchte ich 100 oder 500 mit Ophelia? 500 waren das, ne? 100 hatte ich schon. So, dann gehen wir weiter. Ich habe schon so viele Monster gesehen, aber keines glich nur annähernd denen in dieser Höhle. Vielleicht beschützen sie die Flamme. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, warum habe ich das Gefühl, dass jemand oder etwas jeden meiner Schritte beobachtet? Es ist die Exzellenz. Ich sag's dir. Hier runter ist bestimmt falsch, weil da oben ist der Bosskampf. Weil da ist nämlich schon wieder der Händler. I'm ready. Nighthoad, bring your shade. Too slow, the bad. Let him. I'll do my. Bring doch was. I'm ready. Ach, wenn ihr einen tötet und der Kampf ist vorbei. Also wenn sie den Kampf beendet, dann kriege ich gar nicht die plus 6 am Ende mehr. Ist mir gerade erstmal aufgefallen. Das ist ja doof. Jaja, du hast nichts Besonderes mehr, ne? So, auf dann speichern wir und gehen direkt in den Kampf rein. Weil heilen muss ich mich nicht unbedingt. Ophelia ist gerade gestiegen. Das heißt, die ist auf Max. Daytona ist auf Max. 300 hält der locker. Der locker aus. Ne, dir gebe ich nicht den Dolch. Du sollst Elementarangriff. Hä? Ich habe mich verdrückt. Da. Du sollst Elementarangriff hoch haben für deine dunkle Magie. Primrose mit der dunklen und Ophelia mit der hellen Magie. Ich frage dich, der du diesen Gang wandelst. Bist du bereit, die Flamme zu entzünden und der Mensch hat den rechten Weg zu leuchten? Hm? Diese Stimme. Es ist der Matthias. Wetten wir? Ich bin der Wächter der ersten Flamme. Oder auch nicht. Dachte, sie sagt diese Stimme, weil sie ihn kennt. Wenn du der Flammenträger sein willst, dann musst du dich als würdig erweisen. Oh. Er ist einfach nur ein Fettsack. So, dann fangen wir mal an. Ne, wir fangen erstmal so an mit... So. Okay, keine Schwäche. Gut zu wissen. Schwert. Schwert, sehr gut. Schwert ist schon mal stark dagegen. Das auch, sehr gut. Komm, Axt auch. Scheiße. Dolch vielleicht? Oh, Dolch! Okay. Okay. Warum teste ich das überhaupt? Okay, die drei. Okay, wir wissen Bescheid. Dann rufen wir doch mal eine Bestie, und zwar den Waldfuchs. Auf da. Durch also, ne? Zack. Okay, keine Schwäche. Gut zu wissen. Das tut weh. I'm
ready. Weil Ophelia nichts aushält. I'll not be defeated. Komm, wir machen mal mehr heilen, oder? Wobei, eigentlich unnötig. Kannst dich selber... Guck mal, Wunden heilen regeneriert auch aller Verwundeten und kostet 8. Oh. Let your wounds be healed. Ja, okay, dafür heilt die halt so wenig, ne? Die heilt 200 an alle. Warte, was? Während der Apotheker 700 oder so an einen heilt. Ich glaube, der Apotheker ist auf lange Sicht der bessere, wenn sie nicht noch irgendwie was Cooles lernt. Weil ich ja auch mehr angreife als heile, logischerweise. Ich heile ja nicht jede Runde. Dann würde ich irgendwas falsch machen. Aber wenn ich heile, dann will ich natürlich viel heilen, ne? Ja, das ist schwer. Nicht wirklich, da hast du recht. Er ist doppelt so viele Level. Aber ich glaube nicht, dass sie auf Level 20 700 an alle heilt. Ja, wenn du alle heilst, ist natürlich immer weniger als wenn man einzelnen heilt. So, haben wir hier so ein... Nee, ne? Muss ich so machen, scheiße. Let the hunt begin. I am ready. Oh nein. Oh Gott. So. Ah, brauche ich ja gar nicht. Reicht, wenn ich einmal mache. So, und jetzt... Voll drauf da. 1300 schmeckt. Was macht Linda eigentlich für Schaden? The battle is truly joined. Watch my blade dance. What next? Ah, kostet ja nichts, ne? Wir rufen Linda. I'm ready. Nee, pass auf. Wir spielen schlau. So, die Prüfung be... I am ready. Okay, das kommt überraschend. Knighthood, bring your shade. Jetzt bräuchte ich den Zauber Lichtschaden auf alle. Weil ich habe mir extra ihre Sachen aufbewahrt, damit ich das hier machen kann. Kein Schaden, aber das Schild runter. Kann ich die fangen? Nee. Was machen wir? Das ist jetzt schlecht. Ah, schwach gegen Bogen. Das ist gut. Wir hauen erstmal die billigen Mobs weg, oder? Fuck, reicht nicht. Ich dachte, das Schwert wird so gut. 3 Runden noch? I'm ready. Wie 3 Runden noch? Das gefällt mir gar nicht. Knighthood, bring your shade. Okay, das ist schlecht. 3 Runden noch. Explodiert ihr oder was? Okay, ich muss doch all in gehen. If thou darest. Irgendwas, was alle angreift? Pfeilhagel greift alle Gegner 5 bis 8 Mal mit einem Bogen an. Aber jetzt haben wir den Bruch nämlich bei den allen, ne? Hier 1000 Speere greift zufällig bestimmte Gegner 5 bis 10 Mal mit einer Stangenwaffe an.
War jetzt nicht so erfolgreich. Nehmen wir den. Sehr gut. Am Arsch die drei Runden. Du siehst doch, dass sie schwach gegen Bogen sind am Symbol, oder war das vorher entdeckt? Diese Dinger, die habe ich jetzt erst entdeckt mit dem Bogen. Ja, achso, hast du es. Okay. Ja, die werden aufgedeckt. Das ist das Einzige, was der Lehrer gut hat. Jedes Mal, wenn er dran ist, deckt er eine zufällige, noch versteckte Sache auf. Das ist wirklich das Einzige, was der kann. Der Rest ist einfach nur schlecht. Von ihm. Ja, einfach normal angreifen. So, jetzt geht's ab. Kreuzschlag. Und tschüss. Ich liebe den Krieger. Wirklich, gönnst du mir nicht noch das Level für die beiden? Wow. Kopf voller anregender Pflaumen. Ja, also am Anfang war es echt schwer. Aber je länger das Spiel dauerte, jetzt im Kapitel 1, desto einfacher wird es natürlich, wenn ich meine OP-Charakter mitnehme. Dies ist die erste Flagge von Elfric. Ja, da kann ich dem Spiel auch keinen Vorwurf machen. Das muss ja unfassbar schwer zu balancen sein, so die Gegner mitzuskalieren. Von der Programmierung her. Ich denke mal, die nehmen so das Mittellevel der Party. Wenn ich dann drei Starke und einen Schwachen habe, den Schwachen kann ich verstecken und die drei Starken hauen den halt mega kaputt. Denke ich mal. Dies ist die erste Flanke von Elfric, das Feuer, das er von den Sternen herabholte. Sie ist so wunderschön, so strahlen wie die funkelnden Sterne am Nachthimmel. Die Flamme ist wie ein Juwel unter gewöhnlichen Steinen. Ophelia, du wurdest für würdig befunden, die heilige Flamme zu tragen. Ja, ist immer so, ne? Strecke deine Hand aus und nimm Elfrics Lohe. Vor allem, weil ich eh immer viel gewinde, ist es für mich immer... Oder am Anfang gewinde ich immer viel. Dadurch ist es für mich am Ende halt auch immer relativ einfach. Die Lohe, das muss sie sein. Was heißt viel gewinden? Ich nehme halt alles mit und fliehe nirgendwo, ne? Ich probiere halt immer alles zu machen. Das ist die heilige Laterne, die für den Entfachungsritus gebraucht wird. Elfrics Lohe. Liana, bitte vergib mir. Ich muss zurückeilen. Liana. Wie geht's seiner Exzellenz? Gut, würde ich sagen. Deswegen liegt er da halbtot im Bett. Oh. Er schläft noch, aber es scheint ihm besser zu gehen. Oh. Hättest ja gar nicht die Flamme holen müssen, du Trottel. Wo bist du gewesen, Ophelia? Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Liana, ich muss dir unbedingt etwas sagen. Meine Töchter. Kommt her. Father, you're excellent. Dann brauch ich ja wohl jetzt nicht sagen. Verzeiht mir, meine Mädchen. Verzeiht mir, dass ich euch solche Sorgen bereite. Sieh mich nicht so traurig an, Liana. Ich werde schon bald. Hust, hust. Vater? Ich werde schon bald wieder gesund sein. Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich zu sorgen. Der Ritus. Sie erträgt es einfach nicht. Liebste Liana, dann mal los. Eure Exzellenz, ich muss mit euch sprechen. Was hast du denn, Ophelia? Ich möchte die Wallfahrt antreten und an Lianas Stelle den Entfachungsritus vollziehen. Einfach. Ist das Elfrics Lohe? Ophelia, du. Einfach mal den Job der Schwester geklaut. Beziehungsweise der Adoptivschwester. Ophelia. Eure Exzellenz.
Du bist dir darüber im Klaren, dass es eine schwere Sünde ist, die Höhle des Ursprungs ohne Erlaubnis der Kirche zu betreten. Ja, Eure Exzellenz. Ophelia, aber warum? Leana, bitte lass uns jetzt allein. Ich möchte mit Ophelia unter vier Augen reden. No. Aber Vater. Yes. Keine Sorge, ich werde deine Schwester nicht bestrafen, Leana. Aber es gibt Dinge, über die wir sprechen müssen. I understand. Ich verstehe, Vater. Sei bitte nur nicht zu hart mit ihr, ja? Immer dieses. 14, zumindest scheint es so, als hättest du deine unbedachte Reise ohne Schaden überstanden. Das habe ich, Eure Exzellenz. Und ich gehe davon aus, dass du keine nennenswerten Vorbereitungen getroffen hast, trotz all deiner ruhigen Würde. Es tut mir leid, Eure Exzellenz. Ach, Ophelia, ich hoffe nur, dass deine Güte nicht dein Untergang sein wird. Eure Exzellenz? Du bist zur Höhle des Ursprungs gereist, damit Leana hier bei mir bleiben kann, habe ich recht? Ich werde den Pontifex darüber informieren, dass es eine Planänderung gab und dass du an Leanas Stelle den Entfachungsritus vollziehen wirst. Sprich mit deiner Schwester und lerne in den Monaten, was du kannst. Es wird eine knappe Einführung werden, aber ich weiß, dass du das schaffst. Eure Exzellenz. Your kindness brings warmth and light to all around you, Ophelia. Just as does the sacred flame. Deine Güte erfüllt alle um dich herum mit Wärme und Licht, Ophelia. Genau wie die heilige Flamme. Eure Exzellenz, wenn ich noch einmal Eure Exzellenz höre, ich will doch nicht so genannt werden. Ophelia, als ich dich aufnahm, hatte ich einen Traum. Du Perversling! Ein Traum, Eure Exzellenz! Alter, ein Traum von dir? Obacht! Achso, wie du die heilige Flamme in die Welt trägst. Rückblickend weiß ich jetzt, dass es ein Omen für die Zukunft war. Gut gerettet. Leana ist eine großartige Tochter, mein Stolz und meine Freude. Als Tochter der Kirche hat sie mit ihrem Handeln meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Ich weiß aber, dass es ihr nicht leicht gefallen ist. Sie hat sehr viel von sich selbst aufgegeben, um zu werden, wie sie für die Kirche sein musste. Ich habe es Leana noch nicht gesagt, aber ich fürchte nicht mehr lange auf dieser Welt zu sein. Aber Eure Exzellenz, die Heiler haben doch gesagt. Ich bin sicher, meinen Körper besser zu kennen als andere. Eure Exzellenz, alter Vater. Oh, Ophelia, ich bin so stolz auf euch, auf dich und Leana. Versprich mir, dass ihr eure Liebe zueinander auf ewig bewahren werdet. Eure Exzellenz! Vater, bitte, nein, endlich, bitte verlass uns nicht. Danke, Ophelia. Dann bin ich mal weg. Pass auf. Pass auf dich auf. Ich finde, Vater sieht heute etwas besser aus. Meinst du nicht? Er wünschte sich so sehr, auch hier zu sein, dass wir ihn fast ans Bett binden mussten. Schön zu hören, dass er wieder mehr er selbst ist. Ophelia, ich muss mich bei dir entschuldigen. Wofür denn, Leana? Als ich erfuhr, dass du an meiner Stelle die Wallfahrt antreten würdest, nur um die Wahrheit zu sagen, da war ich erleichtert. Der Gedanke, hierbleiben, um mich und meinen Vater statt um den Entfachungsritus kümmern zu können. Ich wusste, du würdest dich in großer Gefahr geben. Und dennoch war ich froh. Kannst du mir verzeihen, Ophelia? Oh, bitte. Ich bin diejenige, die sich entschuldigen muss. Ich habe kein Recht, hier zu sein, und doch bin ich es. Ich weiß, dass du mir damit nur helfen wolltest. Küsst euch. Verabschiedet euch. Zu wissen, dass du den Ritus an meiner Stelle durchführst, macht mich glücklicher als alles andere. Oh. Danke, Leana. Und so beginnt meine Reise. Nach Heiligenbrück und Goldstade und schließlich wieder zurück nach Flammhold. In jeder Stadt werde ich wie meine Vorgänger den Entfachungsritus vollziehen und die Flammen entfachen. Ich werde eine Weile weg sein, aber solltest du und Vater mich jemals brauchen, dann lasst mich bitte sofort nach mir schicken. Danke, Ophelia. Pass gut auf dich auf, ja? Mal sehen, wie mir Heiligenbrück im Flussland gefällt. Bis wir uns wiedersehen, liebe Schwester, möge die heilige Flamme deinen Weg erleuchten.
und möge sie dich für immer wärmen. Ja, für eine Sache brauchen wir doch noch den Apotheker. Der und der Lehrer sind die einzigen, die erkundigen können. Das heißt, diese verborgenen Objekte und Backstories lesen. Und so machte sich die Klerikerin auf eine Reise, die nie die ihre war. Sie musste in den Fachusritus verhellen, der alle 20 Jahre durchgeführt wird, um zu ihrer geliebten Familie zurückkehren zu können. Wo wird diese unerwartete Reise sie hinführen? Das wissen allein die Götter. Warte mal, alle 20 Jahre? Sie ist ja 20, ne? Ah ne, warte, sie ist als 5-Jährige, ja. Okay, macht doch keinen Sinn. So, wir müssen mal kurz... Wobei, ist jetzt hier schon? Ah, ist schon. Okay, wir müssen gar nicht aus der Stadt raus. So, wo geht's denn für sie weiter? Empfohlene Stufe? 23, okay. Ich werde wahrscheinlich erst die Höhlen hier machen und die Leute trainieren. Ja, das allererste, was ich mache, den Dieb und den Typen wiederholen. Nein. Hier. Und kurz hier in der Stadt alle Leute zu erkundigen und auszurauben. Es hilft nichts. Ich verstehe es einfach nicht. Das war es. Es ist vorbei. Meine Forschung ist am Ende. Ich bin am Ende. Meine bisherigen Forschungen weisen eindeutig darauf hin, dass der Eisriese Jotun irgendwo in diesem Landhaus... Habe ich gerade kaputt gehauen. Weil ich finde keinen Beweis. Wenn er doch nur irgendeinen Beleg dafür gäbe, dann wäre meine Jahre Forschung nicht umsonst gewesen. Der schlafende Riese. Ein leidenschaftlicher Gelehrter, der das Forschen liebt, unglücklicherweise weiß der Schulleiter seine Arbeit nicht zu würdigen, was ihn sehr irritiert. Na, bräunig. Hick! Ja, ich trinke und? Ich habe das Recht, so viel zu trinken, wie ich will. Es gibt sonst nichts, was mich die elende Arbeit vergessen lässt. Aber das Trinken kostet Geld und Geld bedeutet noch mehr Arbeit. Hick! Es nimmt einfach kein Ende. Das stimmt. Ein stolzer Soldat und Friedensbewahrer in Flammhol. Leider macht ihn sein Beruf oft zum Ziel der Feindseligkeiten. Ertränkt er seine Sorgen im Hochprozentigen unter dem Vorwand... Irgendwas unter... Was stand da? Unter dem Vorwand, sich damit warm zu halten. Ah. Was können wir dir dann klauen? Oh, 100... Kerkerschlüssel! Und ein Stückchen Seil. Und den Kerkerschlüssel brauchen wir für eine Quest. Das war A 100% und B war da dieses Quest-Symbol. Da hatte man davor im Moment ständig etwas von Riesen und derlei Unsinn. Das ergibt keinerlei Sinn. Aber früher war er wohl ein berühmter Gelehrter. Ist es nicht traurig, was aus einem derart hellen Kopf werden kann? Diese fromme Frau ist in Flammhult geboren und aufgewachsen und betet jeden Tag zur heiligen Flamme. Nun, da immer mehr Monster auftauchen, ist es zu gefährlichen Situationen kommt, denkt sie jedoch darüber nach, ihr geliebtes Zuhause verlassen und einen friedlichen Ort zu ziehen. Ja, komm, klauen wir mal die Haltung. Es war so klar. 80% am Arsch, ey. Ach, wo ist die Zeit nun geblieben? Ich zog los, um die Wahrheit über den Eisriesen herauszufinden, den man Joto nennt. Und im Nu ist mein ganzes Leben an mir vorbeigezogen. Doch genauer betrachtet ist die Geschichte äußerst faszinierend. Der Name zum Beispiel, Jotun-Bezeichnung als Eisriese, hat etwas mit seiner Umwelt zu tun, mit der Art, wie er... Ach, ey, jetzt gerade ich schon mit deinen Schwaffeln. Entschuldige mich, bitte schenk mir einfach keine Beachtung. Den muss ich doch eh gleich führen. Ah, nee, doch nicht. Es reicht die Info da unten. Er war einst ein Gelehrter, der den Kontinent bereiste, um mehr über Monster zu erfahren. Die Berichte über seine bemerkenswerten Begegnungen sind zwar wahr, klingen aber so fantastisch, dass nur wenige ihnen Glauben schenken. So, jetzt habe ich ja die Info, jetzt gebe ich die dem da einfach, oder? Hä? Ich habe doch... Hä? Muss ich den wirklich führen? Aber ich habe doch die Info erhalten gerade. Was bringt mir dann diese Info? Ach, wie dumm ist das denn, ey? Ist hier oben was? Ja. So, fangen wir hier an. Den haben wir schon. Ach so. Hier ist das Gasthaus. Der junge Mann wurde vor kurzem als Ardon-Ritter aufgenommen. Wegen seiner strengen Erziehung ist er äußerst fleißig. Er hat seinen Vater oft nach seiner Vergangenheit gefragt, aber er ist kürzlich eine Antwort bekommen. Hm, 15% ist zu wenig. Ich müsste eigentlich auch mal den Dieb trainieren als ersten mit, statt Daytona.
Weil ich wette, der Dieb kann leichter stehlen, wenn er auch mal ein paar Level steigt. Hallo? Wie schön, auf ein neues Gesicht zu treffen. Ich heiße Miles. Mir wurde vor kurzem die Ehre zuteil, in die Reihen der Andorrenritter aufgenommen zu werden. Mein verstorbener Vater, Ruhe er in Frieden, gehörte ebenfalls zu den Andorrenritter. Er wurde allerdings unehrenhaft entlassen, weil er mitten in der Schlacht Fahnenflucht beginnt. Selbst heute, nach so vielen Jahren, fällt es mir schwer zu glauben, dass diese Verleumdung wahr sein soll. Mein Vater hätte seinen Kameraden in den Stich gelassen. Danke für die Info, was ich jetzt machen soll, du Affe. Ich glaube, dass ich gestern Abend eventuell eine Leiche gesehen habe. Oh, allein die Erinnerung macht mir Gänsehaut. Das viele Blut. Ich hatte solche Angst, dass ich nur noch schreien und weglaufen konnte. Als ich aber zurückschaute, war da ein Mann. Ich glaube, er wollte nachsehen, ob er irgendwie helfen konnte. Ich bereue es nicht, gestern weggelaufen zu sein. Ich bin mir sicher, dass jeder andere genau das gleiche getan hätte, wenn sie gesehen hätte, wie jemand blutüberströmt auf der Straße zusammenbricht. Aber es ist in Ordnung, wenn jemand anderes ganz sicher die Wachen gerufen hat. Dieser arme Kerl wurde vermutlich gerettet, oder? Okay, wir haben auf jeden Fall einen Augenzeugenbericht jetzt. Bist du neu? Nee, du bist nicht neu. Bist du neu? Hier ist was Neues. Gute Götter, ist das kalt. Ich kann Kälte nicht ausstehen, kein bisschen. Am schlimmsten sind meine armen Füße dran. Oh, sie sind bis zu den Knochen durchgefroren. Immer wenn ich etwas Geld übrig habe, kaufe ich mir Läufer, aber die sind so schnell verschlissen. Warum gibt es keine robusteren Stoffe? Eine junge Frau, die in Flammen hat, sie war schon mal Kind, sehr kälteempfindlich. So sucht sie immer noch neuen Wegen, dem Biss des Frostes etwas entgegenzusetzen. Wie wär's mit Umziehen? Komm, dann musste ich jetzt mal die 80%iger machen. Okay, da ist ja doof. Den hatten wir schon, ne? Was mit ihr? Hatten wir auch schon. Was mit dir? Haben wir auch schon. Komm, jetzt ist da doch... Da ist doch irgendwas... Die haben wir auch schon. Hier ist doch irgendwas drin jetzt. Komm, ich habe den Kerkerschlüssel extra. Aha. Bitte hör zu, ich schwöre, dass ich unschuldig bin. Ich habe niemanden umgebracht, ich weiß nicht. Ich kam nur zufällig an dieser Leiche vorbei. Das ist alles. Dort lag jemand in einer Blutlache. Was soll ich da schon tun? Natürlich beugte ich mir runter, um zu sehen, was los ist. Ich wollte doch nur helfen. Aber die Untersuchung des Todes dieses Mannes war nichts weiter als ein Vorwand. Dieser erbärmliche Justizvoll verdanke ich nun, dass ich in der Klemme stecke. Die Wahrheit erzählen, machen wir. Statt einfach den Schlüssel. Ein Zeuge, hm? Das wäre doch praktisch. Wenn er nur wahr wäre. Hör auf zu lügen. Wenn du einfach zugibst, was du getan hast, hat der Richter vielleicht Nachsicht mit dir. Aber ich habe es gar nichts getan. Ich schwöre, ich bin unschuldig. Der Mann ist durch einen Unfall ums Leben gekommen, nicht durch mich. Es muss doch jemanden geben, der es gesehen hat, was passiert ist. Wie kommt es dann, dass sich noch niemand gemeldet hat? Solch einen Haufen Lügen wird niemand glauben. Einer meiner reisenden Freunde hat einen Zeugen gefunden. Fragt nur, dann werdet ihr erfahren. Ist denn nicht einfach ihn ausbrechen lassen? Hey, ihr da, sagt er tatsächlich die Wahrheit? Jo. Wir haben eine Augenzeuge. Ein Unfall, hm? Dann werde ich mir das wohl genauer ansehen müssen. In Ordnung, ich habe nun die Zeugenaussage gehört. Und ich habe ein paar weitere Personen befragt. Und ja, offensichtlich hast du die Wahrheit gesagt. Hey, das habe ich, genau. Ich kam nur zufällig dort vorbei. Es war lediglich ein glücklicher Umstand. Und dann sah ich eine Person blutüberströmt auf dem Boden liegen. Ich wollte nach ihr sehen. Und dann habt ihr mich festgenommen und des Mordes bezichtigt. Ja, das war vielleicht etwas voreilig von mir. Mein Hauptmann hat mir befohlen, dich freizulassen. Wirklich? Das habe ich nur euch zu verdanken. Ihr habt mein Leben gerettet. Kriege ich jetzt dafür was? 1500. So endet die Geschichte der unschuldige Häftling. Da gab es gar keine Quest zu, ne? Das habe ich dir jetzt durch Zufall. 1500 sind 1500. Achso, haben wir schon. Haben wir schon. Hier ist doch bestimmt auch eine Quest oder irgendwas noch drin, oder? Oder auch nicht. Guck mal, kommt ja zeitlich echt gut hin, dass ich jetzt das Kapitel beendet habe und speichern kann. Ach hier, die sind neu. Mother. Mama, die Kathedrale ist ja riesig. Ein junger Knabe, der in der Küstenstadt Goldstade geboren wurde. Gemeinsam mit seiner Mutter kam er nach Flammholt, wo er zum ersten Mal Schnee erblickte. Vor lauter Neugier ist er jedoch oft verloren. Was können wir dir denn klauen, Kleiner? 100% Süßigkeiten. Ja, das ist wirklich bemerkenswert.
Diese einfache Mutter lief von zu Hause fort, um zu heiraten, kehrte aber nach ihrer Scheidung zurück. Zuerst hatte sie Vorbehalte, was ein Wiedersehen mit ihrem Vater anging, aber nun sorgt sie sich vor allem darum, ob ihre Ersparnisse noch vorhanden sind. Was können wir dir denn klauen? Ja, komm, eine Level 1er schlagen wir nicht zusammen. So, jetzt weiß ich ja, was diese Ausrufezeichen bedeuten. Endlich. Ist mir tatsächlich wirklich nie aufgefallen, ey. So dumm bin ich. Haben wir schon. Der da müsste neu sein. Jo. Ja, einst war auch ich Mitglied der Adornritter, aber es ist ewig her, seit ich ein Schwert in der Hand hielt. Im Übrigen sind die Ritter heute nicht mehr das, was sie waren. Ich hatte einen Waffenbruder, der Ehre über alle stellte, der beste Ritter, den ich je kannte. In seiner Jugend handelte er oft waghalsig im Unreif, ohne an die Menschen in seiner Umgebung zu lenken. Er hat die Ritter verlassen, erinnert sich aber noch gern an den, der ihn unter Fittiche nahm. Gerüchte über Adornritter, brauchen wir das irgendwo? Nicht, dass ich wüsste bisher. Ah, da brauchen wir nicht die Scheiße. Bist du neu? Nee. Da ist was Neues. Ach ja, klar, der Typ. Ah, den können wir leider nicht verprügeln, den Erzbischof. Wäre doch was gewesen, wenn wir ihn auf sein Totenbett noch zertrümmert hätten. So, was wir jetzt machen, ist die Charakter wechseln. Zack. Dann kaufen, verkaufen wir. Gucken wir mal, ob es irgendwas Nützliches gibt. Vermutlich nicht. Erstmal verkaufen. Weil eine alte Münze bringt 1500. Kupfer 3000? Alter, wir haben 40.000. So. Und diese ganzen Waffen werde ich nächstes Mal nach und nach verkaufen. Wobei, brauche ich eigentlich gar nicht. Kann ich auch behalten. Kann ich verkaufen, wenn ich das Geld brauche. Weil wenn die neue Berufe lernen, dann können die... Ich habe bisher nur eine, die Dolche kann. Nur eine einzige Primrose. Ah ne, der Dieb auch. Aha, natürlich. Lieber doch nicht verkaufen. So, macht der Bogen Sinn? Nein. Die Route macht auch keinen Sinn, ne? Nee. Okay, hier in der Stadt kaufen macht null Sinn. Ah, ich wollte ja was ausprobieren. Pass auf, kann ich den führen zu dem im Gasthaus? Geht das? Nee, geht gar nicht. Dann habe ich keine Ahnung, wie ich die Quest hier machen soll mit dem Ritter. Muss ich den Lehrer nehmen? Ah, ich habe doch die Info. Pass auf, ich teste das einfach mal kurz. Nee. Weil studieren ist halt einfach mal genau dasselbe wie erkunden. Ne, deswegen habe ich alles schon studiert, weil der Kunden dasselbe ist. Absolut unnütz. Scheiß Lehrer. Oder trainiere ich den Dieb statt... Ah, ne. Ah, ne. Scheiß drauf. Wait.
So, dann erledige ich beim nächsten Mal Quest. Zumindest die, die ich erledigen kann. So viel sind es nicht. Und dann... Von hier oben an gehen wir durch diese Wälder, beziehungsweise durch diese Höhlen, die ich entdeckt habe und noch nicht gemacht habe, oder? Das wird am meisten Sinn ergeben. Und dann laufe ich auf jeden Fall schon mal, auch wenn ich das Level noch nicht habe, zu den verschiedenen Questorten hin, damit ich schnell reisen kann, wenn ich die Level dann mal habe. Es macht ja keinen Sinn, in diesem Gebiet hier zu trainieren, bis ich auf 20 bin. Und dann muss ich noch zu den neuen Gebieten hin. Das ist ja dumm. Okay, ich glaube, das klingt nach einem Plan. Aber jetzt erstmal speichern. So. Upsala. So. Wir sehen uns gleich. Ich beende für 5 Sekunden den Stream und um 18 Uhr gehen wir mit Life is Strange rein, ne? Bis gleich.